Herzlich willkommen zu einer Fahrkarte Info Thüringen 2.0. Wir werden jetzt mit kurzlebigen Kursen fahren. Das heißt, ganz kurz, von hier fangen wir an. Dieses Feld auf Zielung gegenüber. Das heißt, abfahren auf Startpunkt, Drescher abtanken, abtanken, abfahren. Den Modus hier mal. Beginnen mal mit dem Aufzeichnungskurs. So mal ganz pauschal, da klappt das, kann ich noch gleich versprechen. Wenn die Bäume stören, dann fliegen die weg. Nehmen wir ein erstes Silo. In der Mitte fahren wir mal schön. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das genau im Silo machen soll, weil das weiß ich jetzt nicht. Weil der markiert automatisch, früher ging es mal so. Heute werden wir sehen, ob er das hinkriegt. Und wenn nicht, wollen wir das entsprechend was gucken, wie es geht. Hier sind Symbol abkippen zum Beispiel. Oder Anladepunkt. Also. Ja, fertig. Fahrer einstellen. Natürlich fährt er durch. Was ich im Grunde. Ja, aktiviert, ne? Ich haben möchte. Gut. Oder nicht gut. Wir müssen mal die erste Runde mitfahren. Mal sehen, wie das macht. Ob er das gut macht, in Anführungszeichen. Warnleuchten, Plan, Haltezeit. Auf dem Feld können wir ein bisschen schneller fahren. Weil. Rückwärts 6 km/h, Wendemanöver. Automatisch. Feld suchen. 38. Wenn das klappt, dann nehmen wir gleich einen zweiten dazu. Oder fährt er dich dran, ne? So, mal schauen, ob er das auch hinkriegt mit Abkippen, ne? Das ist die entscheidende Frage dabei. Alles andere, das geht nicht von alleine, in Anführungszeichen. Ah, und kommt im Daumen mit, das ist praktisch. Das können wir alles häckseln. Ein paar Kräuter, ne? Ist ja kein Unkraut, das sind ein paar Kräuter. Wenn wir ja schauen, ob alles klappt, wenn wir den zweiten nehmen können. Wir müssen vor allem gucken, ob wir nehmen zum Verdichten und Verteilen. Das heißt, Radlader. Da haben wir ja ein paar zur Verfügung. Der wäre ganz gut. Ob der nun ja. Breite Reifen wäre nicht schlecht. Leider können wir hier nichts einstellen. Kaufen können wir auch nichts, aber wir können mieten. So. So. Mal gucken, ob wir was finden zum Verdichten bzw. zum Verteilen. Da wäre ein Traktor besser gewesen. Teleskoplader, Schiebeschulter. Das werden wir nehmen. Oder was er einfüllen kann als Gewicht, keine Ahnung. Aber das kaufen wir mal.
So, jetzt wird spannend. Wie macht er das, ne? Wenn wir gleich den Fendt dazu nehmen hier. Als zweites Fahrzeug. Und wenn der nicht reicht, muss noch ein dritter dazu. Ob er entsprechend auskippt, das ist die entscheidende Frage. Als andere ist immer nebensächlich, weil man quer durch Maisfeld. Maisfeld fährt ist noch nicht so ideal. Rein optisch. Aber die wollen mal zufrieden sein, dass er überhaupt fährt, ne? Das ist nicht so gut. Das bringt uns das nicht weiter. Das ist ja überhaupt nicht gut. Das ist jetzt, naja, das ist bescheiden. Dann müssen wir alles einstellen. Kurs löschen. Weil das ist jetzt äußerst negativ. Er darf ja gerne hier lang fahren, aber nicht so schnell. Also hier in dem Bereich kann er höchstens zu 4-5 km/h fahren. So. Pause. Rückwärtsfahren beginnen. Wendemanöver. Das wird jetzt lustig. Ich kriege gar nicht guten weg, muss den Sammelwagen holen. Oh oh. So. Einstellung. Auf dem Feld, Wendemanöver. Ich kann eine Reichweite. Automatisch und fahren. Da hinten ist er. Das ist gar nicht gut. Da war es mir doch die anderen besser gefahren, die Rundballen. So.
Da finde ich wieder zurück. Und auch immer klappt jetzt besser. Auch immer Beste. Da war der Zug. Jetzt haben wir bloß eine. Mal sehen, ob es kommt, dass es mehr wird. Ach, hier, da sind die anderen. Schon in Vorbereitung. Dann machen wir gleich hier rausspringen. Wieder nicht mit dachte. Ja. Ja, andersrum vielleicht. Ja. Aber geht auch nicht. Dann brauchen wir ein Meißladeschild. Kompaktlader. Das ist glaube ich nicht. Radlader. Da geht rauf 6000. Da waren 30.000 übertrieben. 15.000. Ja. Wir mieten das mal. Oh. Hauptsache, der kann es auch heben. Das ist ein riesen Teil. Oh, steckt der Verkehr fest, das finde ich gut. Wieso steckt der Verkehr fest? Hallo? Das wird lustig. Oder auch nicht. Ja. Ja, mal schauen, was hinkriegen, ne? Das sind Getreide, ändert doch einen Scheiß dagegen. Ja. So weiter können wir noch allein machen, Scheiß. So gewinnen wir keinen hier, den Kampf hier. Den ewigen, gegen uns selbst.
Außer die Kühe haben genug Futter und Wasser. Eigentlich ja, eigentlich haben die immer für 2 Tage voraus. Ist ja auch nicht der schnellste hier, ne? Aber mit LKW und Überlader wollte ich auch nicht fahren. Da musst du auch erstmal hinfahren. Und da kannst du nicht absichern und dann müssen wir runter. Ach, das ist auch nichts. Hm, das klappt jetzt mit Heckflug jetzt. Warum der andere jetzt nicht gefahren ist, keine Ahnung. Ja, oder sind die Felder zu groß und die kann ich nicht erkennen. Wenn der außerhalb des Feldes ist oder so. Wenn das Rohr außerhalb ist, vielleicht das nicht erkennt. Die erste Runde ist mal ein bisschen kritisch. Und dabei nicht vergessen, dass das Crossplay oder Outdrive im Prinzip Privatpersonen machen in ihrer Freizeit. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ich bezeichne mal, dass sie auch Profis sind, dass sie von Ahnung haben. Sonst wird es ja gar nicht funktionieren. Also ich hätte keine Ahnung davon. Das bleiben wir gleich. Was sagt also die Krähen? Aber in der Freizeit ist eine Freizeit. Ne? Man muss dazu mal Lust haben und dann. Und es gibt so zu viele Varianten, also Mods und so, da sind immer unberechenbare Dinge, die da vorkommen können. So, da sind wir. Bisschen Ordnung schaffen hier, ne? Mal ein bisschen. Und das nicht klappt mit einem anderen Fahrzeug nehmen. Aber eher die Angst hat, in der nächsten Runde wieder alles so auswachst. Einfach zu schnell gefahren. Das hier ist zu klein. Jetzt haben wir eine Lohnzahlung. Das will ich jetzt sehen. Muss ich platt schaffen. Wenn er noch ein paar Meter raus hat, dann geht das alles. Aber wenn zu viel ist, ist es schlecht. Das ist mir im Grunde lieber, als wenn er rausfährt. Dann machen wir gleich verteilen, ne? Ja, so geht auch.
Aber drinne. Wir müssen ein bisschen verteilen, dass der nächste Fahrzeug nicht festfährt. Na, ja, das geht. So eine blöde Kante. Wenn ich festfahren, ne? Aber Leute, das. Leute, Frau der Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Wir machen gleich weiter. Jetzt einmal Tschüss und den Winkel. Ciao. Sehen und hören uns dann zur nächsten Folge morgen. Bis dann. Tschüss.